So Freunde, was geht ab? Bestes Wetter, um hier den Vlog zu starten. Es regnet. Ich bin unterwegs mit meinem Homeboy Il Grassalente Tim G. Okay Leute, wir gehen jetzt... Hi, ist da? Ihr müsst bei Instagram vorbeischauen, dann wisst ihr Bescheid, wer Al G ist. Wir gehen jetzt kurz in die Stadt, holen uns eine Kleinigkeit zu essen, machen eine Runde Spaziergang, um unser Gehirn zu refreshen. Das machen wir jeden Tag. Ja, der Tim, der muss sich jetzt hier noch einen Vertrag holen. Ist wieder am Geld rausschmeißen. Leute. Sehe ich gerade richtig, du hast heute keine 980 Euro Gucci-Bag an. Digga! Wie traust du dich gerade auf die Straße? Ich habe Kommentare gelesen und die Leute meinten, dass der Bag fake sei. Ich habe übrigens die ultimative Umfrage gestartet auf Instagram. Wo schaut ihr mehr? Instagram oder Snapchat? Instagram, ja? Heißt also, Leute, schaut auf Instagram vorbei. Bei mir sind es 82 Instagram, 18 Snapchat. Schon eindeutig. So, und einer hat noch geschrieben, deine Vlogs sind brutal, Bruder. Mit der Musik passt einfach mega, pure Gönnung. Hat einfach Spaß, lachen zu gucken. Da wollte ich mich mal ganz herzlich bedanken für diesen Kommentar. Ein weiteres Konsumopfer der Gesellschaft. Was siehst du dir da an, Brudi? Das ist ein Oswego. Irgendwie, ich weiß nicht, ich feiere eigentlich klobige Schuhe nicht, aber der soll scheinbar bequem und geil sein. Das war auf jeden Fall eine teure Angelegenheit, dieses Schuh. Und der war viel zu klobig. Deswegen hat Tim den dann doch nicht mitgenommen. Der ist eigentlich voll geil, der Schuh, aber der steht mir nicht. Ganz genau, so sieht's aus. Ich will mir neue Kopfhörer holen, wir müssen jetzt mal abchecken. Ich feiere deine Vlogs momentan richtig. Ich finde es echt super, wie du direkt auf Missverständnisse eingehst und Sachen nochmal klarstellst. Mach weiter so, du bist ein cooler Typ. Hier ist das. Und falls ihr gerade einen Furz gehört habt, dann war das Tim G im Hintergrund. Folgendes, und zwar, was ich zu diesem Thema sagen möchte, ist, viele schreiben auch so, ja, Latzo, du rechtfertigst dich viel zu oft, bla bla, ich sag's. Ich möchte Dinge einfach richtig stellen. Bei mir ist es vor allem wichtig, dass wenn ich beispielsweise einen Fehler mache oder so, dass ich den einsehe. Lass mich, genau, das ist mir wichtig. Mir ist es vor allem wichtig, dass die Leute mich ernst nehmen können. Und das erreiche ich nur dadurch, indem ich jetzt den Leuten zeige, okay, wenn ich eine Aussage treffe, wenn ich was sage, dann mache ich das auch so. Und wenn ich einen Fehler mache, dann gestehe ich mir den Fehler auch ein und sage ganz ehrlich, hey Leute, klar, da habe ich was falsch gemacht. So, das ist nicht nur für YouTube wichtig, das ist im Leben generell wichtig. Wenn man was falsch macht, wie zum Beispiel Tim in seinem ganzen Leben, ja, dann muss man sich einfach eingestehen, dass man was falsch gemacht hat, ja. Der Weg zur Besserung, der Weg zur Lösung ist Einsicht. Oder Tim? You done, St. Martin? Habe ich recht? Safe. Ja, also. Nico hat immer recht. Ja, siehst du, Alter? Ja. Ja, der Punkt ist halt Nico immer recht. Ich bin absolut begeistert. Die neuen Kopfhörer, die ich mir gerade gekauft habe, haben ein ellenlanges Ladekabel. Und hier haben wir das gute Stück. Der Tim und ich, wir bereiten gerade das nächste React-Video vor. Ich hatte doch noch einen Kommentar vorbereitet eigentlich. Ich schaue mir immer die ganzen Kommentare an. Soll ich sagen, letzte Zeit bin ich echt zufrieden. Viele geben mir nämlich auch Props und schreiben einfach, dass meine Vlogs in letzter Zeit mega geil und unterhalten sind. Leute, freut mich. Thanks for that. Ich appreciate das und finde es geil, dass ihr die Vlogs feiert. Und Freunde, wie ihr vielleicht schon seht, ja, ich bin nicht in meinem Auto unterwegs. Seine liebe Sascha hat mir seinen Wagen zur Verfügung gestellt für diese Fahrt. Und ich würde mal sagen, mach mich lieber aus dem Staub, ja, ja, mach mich lieber aus dem Staub. Und man kennt ihn, Sascha, den alten Enjoyer. Ihr kennt das Ding noch aus dem letzten Video, wo wir hier mitgefahren sind. Das ist die Nackenmassage. Und ich habe auch noch direkt die Sitzmassage angemacht. Sprich, ich werde hier gerade von allen Seiten massiert. Sascha, nochmal danke für dein Auto, Digga. Wirklich appreciated. Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Fahrzeug. Es ist ein E63. Und hier natürlich das Erste, was sehr beeindruckend ist. Wir haben hier zwei riesen Bildschirme. Ich warte gerade noch auf den Walle, den elendigen Teilzeithustler. Let's go! Herzlich willkommen. Ich habe die Stadt hier gerade mit einem netten Auspuffklatscher empfangen dürfen. Also beispielsweise irgendwie so. Leute, dieser Wagen hier, ja, ich darf ihn euch präsentieren. Dieser Wagen hier ist ein asozial teurer Wagen. Wir wissen ja bereits, es ist ein E63S. Es ist der S, nicht wie ich. Ich, alter Lappen. Wir haben also 612 PS, ich hab nochmal nachgeschaut, 850 Newtonmeter. Oh. Und lad so bei der Tankstelle. Bin ich überbelichtet? Nö. Sascha, für deinen Wagen nur das Beste. Diesel. Power Diesel, Digga. 63S, ja, liebe Leute, zu erkennen an den Augen, haben wir hier eine verbundene Auspuffblende, die wir normalerweise von AMG, von den 65er Modellen kennen. Wir haben sie in den neuen Serien übernommen auf die S-Modelle, sprich ein E63 ohne S hat nicht diese verkuppelte Blende hier, sondern zwei einzelne. Wir haben also als allererstes mal interiormäßig, wenn ich hier drauf eingehen darf. Wir haben, glaube ich, 27 Lautsprecher in diesem Auto verbaut. Die Anlage ist der absolute Wahnsinn, Burmester High-End Soundsystem. Höre ich mich gerade so an, als würde ich dir was verkaufen wollen? Top, das habe ich mir schon fast gedacht. Du kannst es mal kurz austesten. Ich chille hier im Stammcafé. Willst du mal meinen Alltag sehen? Arschgeile Anlage. Wir sind schon bei fast über 100 Euro Tank. Sascha, die Rechnung kommt, Digga. V8 Biturbo mit Turbo 4MATIC Platten, sprich Allradantrieb. In 3,4 Sekunden geht es von 0 auf 100. Also das Ding schmeißt sich aber mal auf einer ganz anderen Ebene nach vorne. Wir haben tatsächlich das schnellste Modell von Mercedes aktuell. Ja, ja, richtig. Ausgeschlossen von Project One natürlich. Macht euch keine Sorgen um mich, liebe Leute. Wir sehen uns gleich bei 200.
Eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, brutal. Wir haben schon wirklich die ganze Fahrt über asozialsten Regen, okay? Und jetzt guck dich mal bitte diesen Allradantrieb an. Jedes Heckantrieb-Auto würde jetzt hier wirklich Traktionskontrolle seinen Urgroßvater schieben. Das juckt, das, als wär's trocken. Als wär's trocken. Ja. Das Ding marschiert da durch, das juckt dir nicht. Das juckt den E63 einfach nicht. 121 Euro, keine gute Sache, das wird zu teuer für dich. And I'm down, oh, I learn from it all, like a fastball in motion, I'm hoping. Wow, Stau, die beste Erfindung des 17. Jahrhunderts. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze hier bei Nacht aussieht, weil beim Interior haben sich die Leute von der neuen E-Klasse nicht lumpen lassen und haben ganz schöne Lichtelemente angebracht, wie in der S-Klasse, sprich wir haben hier ein Lichtambiente, eine Experience, die wirklich außerordentlich ist, deswegen machen wir mal das Licht hier aus und jetzt schauen wir uns mal an, wie schön in einem schönen Lilaton, wie hier alles leuchtet. Ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass man das auch umstellen kann. Der neue E53 Coupé. Also ich warte ja schon seit Monaten, dass das vorgestellt wird. Ich habe mir allerdings gewünscht, dass es ein E63 Coupé wird. Es ist allerdings ein E53 Coupé geworden. Es ist ein Reihen-Sechszylinder, was ganz, ganz komisch und untypisch für Mercedes ist. Und hier haben wir Trockenasphalt. Es regnet, aber der Asphalt ist trotzdem glatt trocken. Und jetzt ruft mich der Philipp an. Wir melden uns gleich zurück, Leute. So, liebe Leute, das soll es mit dem Video für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr könntet es enjoyen. Wenn es der Fall ist, dann lasst ein Video jetzt einfach nochmal rum da. Schaut beim letzten Video vorbei und abonniert diesen Kanal, falls ihr es nicht gemacht habt. Im Notfall könnt ihr auch beim Merchandise vorbeischauen. Richtig schön eintüten und ich werde jetzt sagen...